Grüß Gott und hallo, ich bin Dr. Christoph Metzler, ich bin niedergelassener Kinder- und Jugendarzt. Hier in meinen Räumen begrüße ich Sie zu meiner Sprechstunde. Heute geht es über die Hand-Fuß-Mund-Krankheit. Klingt schlimm, Krankheit, aber sie gehört eigentlich zu den relativ harmlosen Kinderkrankheiten. So viel gibt es ja nicht mehr. Masern, Mumps, Röteln, Windpocken sind weitgehend verschwunden, wenn man es vergleicht, wie es noch vor der Impfära war. Aber gegen die Hand-Fuß-Mund-Krankheit gibt es noch keine Impfung, zumindest nicht in Europa, die zugelassen wäre. Und deshalb gehört sie zu den Erkrankungen, die immer wieder in den Kindergärten, in den Tagesstätten, seltener in den Schulen und auch seltener im Erwachsenenalter auftreten. Die Erreger dieser Hand-Fuß-Mund-Krankheit sind Viren, die eine Vielzahl von verschiedenen Ausprägungen haben können. Deshalb gibt es die Hand-Fuß-Mund-Krankheit auch, wenn man Pech hat, in verschiedenen Varianten für den Einzelnen mehrmals. Aber eine durchgemachte Erkrankung führt zur Immunität, die eine ganze Weile anhält, über viele Jahre. Sie beginnt zunächst ganz unspezifisch, so nennen wir das, mit Fieber. Dieses Fieber ist selten sehr hoch, zwischen 38 und 39,5 und es geht ganz häufig nur etwa einen Tag, sodass man einfach bemerkt, oh, irgendetwas stimmt nicht, aber sonst findet man zunächst nichts. Und dann beobachtet man bald nach dieser Fieberphase Veränderungen am Kind, zum Beispiel, dass es schlechter isst, beim Schlucken offensichtlich Probleme hat. Und dann tauchen oft schon bald so rote Flecken, in denen dann Bläschen sichtbar werden, auf. Und zwar oft um den Mund herum, so wie es auf diesen Bildern zu sehen ist. Sie tauchen typischerweise, daher der Name, an den Händen, da insbesondere an den Handflächen und an den Füßen, an den Fußsohlen auf. Sie sind so charakteristisch, dass jeder Kinderarzt diese Effloreszenzen, diese Hauterscheinungen in der Regel rasch richtig deuten kann. Und ganz typisch natürlich auch Hand-Fuß-Mund-Krankheit, das fehlt noch, entstehen diese Bläschen auch im Mund. Und das ist der Ort, wo es, wenn es überhaupt Probleme gibt, dann auch die typischen Probleme gibt, nämlich, dass ein Kind wegen den Schmerzen nicht mehr essen und nicht mehr trinken möchte. Und das ist die tatsächlich einzige echte Komplikation, die ab und zu mal auftritt, vor allem bei kleineren Kindern, dass diese Hand-Fuß-Mund-Krankheit sich vor allem im Mund so heftig abspielt, dass eine totale Verweigerung von Flüssigkeit stattfindet, mit der Konsequenz, dass diese Flüssigkeit, die dann fehlt, dem Kind über zum Beispiel eine Infusion im Krankenhaus gegeben werden muss. Die anderen Hauterscheinungen, die Bläschen an den Händen und an den Füßen, machen in der Regel keinerlei Beschwerden. Sie treten gerne auch auf dem ganzen übrigen Körper auf, vor allem bei Windelträgern noch im Bereich der Windel, aber auch im Bauchbereich. Es sind diese typischen roten Flecken mit der Blase, die dann meistens auch noch sichtbar ist. Der Hauptgrund, warum ich dieses Video über die Hand-Fuß-Mund-Krankheit mache, ist eigentlich der, dass ich meine, dass über diese Krankheit ein unnötiger Riesenhype gemacht wird. Und zwar insbesondere dann, wenn diese Hand-Fuß-Mund-Krankheit in der Kinderbetreuungsstätte auftritt. Man meint, man müsste verhindern, dass diese Krankheit die anderen Kinder in dieser Betreuung auch betrifft. Und das kann man schlichtweg nicht. Dazu muss man ein paar Details wissen. Zunächst, wenn diese Krankheit ausbricht und sie beginnt, wie gesagt, zunächst einmal mit Fieber, dann war dieses Kind schon 2 bis 3 Tage vor Ausbruch des Fiebers ansteckend. Das heißt, es dann anschließend zu isolieren, macht keinen großen Sinn mehr, wenn man damit die Krankheit im Kranken, im Kindergarten verhindern möchte. Die Ansteckungszeit ist meistens kurz, 3 bis 6 Tage. Sie kann aber auch bis zu 5 Wochen betragen. Sie ist also völlig unberechenbar. Und schlicht und einfach in einer Kindereinrichtung, wo viele Kinder zusammen sind, nicht zu verhindern. Ich sehe oft das Problem, dass das Kind
wenn das Fieber hat, natürlich krank ist. Und dann, das so gilt die Regel, ein fieberndes Kind darf ja nicht in den Kindergarten und dann selbstverständlich von den Eltern auch nicht in den Kindergarten und Kindertagesstätte gebracht werden soll. Aber danach geht es den meisten Kindern trotz dieser Bläschen, die wie gesagt in der Regel überhaupt nicht wehtun, und trotz der Bläschen im Mund, die auch meistens nicht allzu sehr beeinträchtigen, danach geht es den Kindern so gut, dass sie zu Hause nicht zu bändigen sind, und diesen Kindern darf ich und muss ich erlauben, in den Kindergarten gehen zu dürfen. Denn es gibt keinen medizinischen Grund, dies nicht zu tun. Die Hand-Fuß-Mund-Krankheit gehört nicht zu den Krankheiten, die dem Infektionsschutzgesetz unterliegen, wie zum Beispiel der Scharlach oder die Windpocken oder die Masern. Diese Kinder dürfen nicht aufgrund dieses Gesetzes in eine Gemeinschaftseinrichtung. Aber die Hand-Fuß-Mund-Krankheit gehört nicht dazu. Und da gibt es oft eben die Probleme, dass ein Kind mit diesen Bläschen von den Betreuungspersonen abgewiesen wird, aus Angst, dass daraus etwas Schlimmes passieren könnte. Das tut es nicht. Dieses Kind hat bereits die Viren ausgeteilt. Und der Hauptgrund, warum dies geschieht, dass man die Kinder abweist, besteht darin, dass man die Eltern fürchtet, die sich darüber beklagen, dass ein Kind mit diesen Hauterscheinungen, die ja noch ansteckend sind, in die Kindertagesstätte oder Kindergarten reingelassen wird. Zum Schluss noch ein Wort zu den Problemen, die die Bläschen im Mund machen können. Im Prinzip ist das, was bei der Hand-Fuß-Mund-Krankheit im Mund passiert, das gleiche, wie es auch bei einer Mundfäule passiert. Sprich, die Schmerzen im Mund können so stark sein, dass bei Kontakt mit jedweder Flüssigkeit oder Nahrung der Schmerz so stark ist, dass ein Kind nichts mehr in den Mund nehmen möchte. Man kann versuchen, mit entsprechenden Gelen, die Betäubungsmittel enthalten, diese Bläschen zu behandeln. Das geht im vorderen Bereich ganz gut, aber am Gaumenbogen, das ist hinten, wo die meisten schmerzhaften Bläschen sitzen, da kommt man damit nicht hin. Man kann es mit einer Spüllösung versuchen, die Kinder gurgeln müssten, aber das geht bei den Kleinen meistens auch nicht. Was dann oft bleibt als gute und sichere Methode bei entsprechenden Schmerzen, das ist die Gabe eines Schmerzzäpfchens in diesem Fall. Kein Saft, weil den würden die Kinder auch nicht schlucken. Das führt in der Regel zu einer ausreichenden Schmerzfreiheit und auch dazu, dass die Kinder schlafen können. Aber wie gesagt, das ist relativ selten und in der Regel beherrschbar. Wenn Eltern die Hand-Fuß-Mund-Krankheit bekommen, weil sie nämlich als Kind die Hand-Fuß-Mund-Krankheit nicht hatten und damit nicht immun sind, dann kann es sein, dass sie eine ganz leichte Sommergrippe, so nennt man das dann, bekommen mit etwas Halsweh und einen Tag Abgeschlagenheit, da haben sie Glück gehabt. Es kann aber auch sein, dass sie genauso wie die Kinder diese Bläschen bekommen, allerdings bei den Erwachsenen tun die dann weh und auch die im Mund, und dazu kommt dann Fieber und dann kommen so grippeähnliche Symptome mit Kopfweh und Gliederschmerzen. Also die Hand-Fuß-Mund-Krankheit bei Erwachsenen ist extrem unangenehm. Übrigens auch mit ein Grund, warum man dafür sorgen sollte, dass Kinder möglichst früh im Kindesalter die unabwendbare Krankheit, die Hand-Fuß-Mund-Krankheit, bekommen. Ich denke, jetzt wissen Sie über das Wesen und das Drumherum der Hand-Fuß-Mund-Krankheit ausreichend Bescheid. Augenschnupfen. Sie werden sich gewundert haben, warum das in Anführungszeichen steht. Es ist eine Wortschöpfung von mir. Mit dem Begriff Augenschnupfen schreibe ich eine Augenreizung, die eben nicht ansteckend ist, im Gegensatz zur eitrigen Bindehautentzündung. Und doch ist